So, wir sind wieder zurück. Achso, ich habe ja noch gar kein Licht an hier. So. Achso, ihr könnt noch gar nichts sehen. So, wo sind wir denn hier eigentlich? Ja, da sind wir auch wieder. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Asgard sind wir. Oh Gott. Ihr hoppt mal schnell mal rein in den Talentbaum. Wir haben uns ja hier diese nette. Wo warst du denn? So, wir haben den netten Rage-Mode freigezockt. Ja. Ich dachte, wir gehen einfach mal rein, ne? Wir wollen auf die Kralle gehen. Die war insane. Die Minen war jetzt nicht ganz so geil. Nehmen wir schon ein paar. Komm, einen noch. Also, komm, gleich die Kralle. Jawohl. Luck ist auf unserer Seite. Wenn die früh kriegen, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal nur auf E, weil die einfach mal richtig reinhaut. Wir stacken die mal hier drüben ein bisschen. Multiplikator, Crit, Lebensregeneration, immer gut. Bewegungsgeschwindigkeit auch, können wir natürlich nicht holen. Top. Müssen wir nicht saven. Nicht weiter wild, sondern ein bisschen mehr Blut holen. Bin schon gespannt, wie weit wir kommen diesmal. Noch schön auf die Blauen gehen, auf die Kralle, weiter geht's. Wir machen erstmal Kralle Exclusive hier. Ja. Doch, die haut schon übel rein. Aber ich denke, wir brauchen jetzt gleich noch einen Elementarschaden. Physischer Schaden, Ausweichrolle, dann zählen wir den Rest. Wenn wir noch keine Elemente schaden oder sonst was. Also von daher. Bum bum. Dann machen wir gleich hier den Ferni weg. Schweinchen auch One-Hit. Sehr geil. Bei welcher Stufe hat es noch nicht erhöht? Bin ja schon fast zu einfach. Jemand nur Kralle. Ist das einfach das neue Meta? Ja, noch eine Kralle mehr, sehr geil. Und Range sogar. Jetzt ist die Weltstufe erhöht, sehr geil. Was geht's? Einfach immer noch den Fernkämpfer abstaubt da hinten. Das ist übel weit weg. Kommen wir noch so viel Blut ein wie möglich hier. So, physischer Schaden, Angriffsgeschwindigkeit, Entzündungschance. Ja komm, scheiß drauf, in den Blitzschaden auch noch mit. Wer weiß, auf was wir hier noch gehen. Bum bum bum. Es stirbt einfach alles bei einem Hit. Sehr geil. So, den Pack machen wir auch gleich weg. Alter. Wir rollen mal. Wir wollen nämlich nochmal die Kralle haben. Ach scheiße, ich glaube, wir gehen mit unserer ganzen Kohle weg hier. Ach komm schon. Dann nehmen wir die Raben noch mit. Egal. Raben waren auch krass. Scheiß drauf. Kann auch sein, dass die Kralle jetzt schon gemaxt ist, aber ich bin mir natürlich nicht sicher. Ja. So. Lootungschance. Das war doch auch sehr, sehr wichtig. Erhöht erhaltene Erfahrung. Ach komm, wir nehmen alles mit. Das können wir es noch. Los. Wir müssen noch ein paar Skills reindrücken hier, bevor der Boss spawnt. Oh ne, erstmal kommt da die. Seht ihr den Crit, der da reinknallt gerade? Wir verbessern nochmal die Vögel, oder? Fliegen sie schneller oder es kommt mehr dazu? Ja, es kommt mehr dazu. Erfahrung. Weiß nicht, Sammelradius, bringt das was? Bestimmt. Wir nehmen einfach wieder alles mit. Kann nur gut sein. So, los Kralle. Hau ein bisschen rein hier. Ist das super?
Vielleicht kommt die Bossrunde jetzt, oder? Elite-Runde? Jawohl. Und sogar gegen Elite knallt das richtig durch. Wir müssen es mal hier entscheiden, was wir noch mitnehmen. Wir nehmen mal die Eispfeile mit. Na ja, super. Na gut, ich dachte erst, die sind richtig kacke, aber ich glaube, könnte noch gut werden. Ich freue mich schon, wenn die das volle Game releasen, aber es dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Aber bis dahin haben wir den Skilltree auf jeden Fall voll. Hoffe ich. Sofern man alles upgraden kann. Bin mir noch nicht ganz sicher. Schnitt erlebens. So, Ausweichchance. Ne, ich glaube, wir rollen mal. Bewegungsgeschwindigkeit. Sammelradius. Ja. Ja, wir sind ja auf Eis jetzt auch gegangen. Also nehmen wir Unterkühlung auch mit. Aua. Wir holen uns mal hier drüben den Apfel. Da ist er doch. Abklingzeit 10 Sekunden, 10% weniger in der Kralle. Das klingt auf jeden Fall okay. Jetzt noch ein bisschen reinscheppern hier. So viele Fernkampfeinheiten. Gehen wir jetzt mal zuerst auf die Mütze hier hinten. Bum bum. Bin ich mal gespannt, wie die Kralle beim Boss reinhaut. Nur mal Bewegungsgeschwindigkeit, Ausweichchance, Rüstung, Durchdringungsschaden. Chance. Durchdringen ist, denke ich mal, krass. Ich hoffe, es wirkt auch auf die Kralle. Kann natürlich sein. Wo ist die Mucke hin? Ah. Here we go. So, was meint ihr? Bis zu welcher Runde kommen wir? Mit den Krallen. Vielleicht nehmen wir noch den Feuertornado dazu. Bin mir noch nicht ganz sicher. Na, jetzt wird schon tougher hier. So. Blutungsschaden scheppert auch schon rein hier. So. Ah, die Raben habe ich schon wieder ganz vergessen. Kriegen jetzt auch nochmal ein Upgrade. Haben wir schon kurzzeitig 4. Au. Müssen wir schon langsam ein bisschen aufpassen. Jetzt ist mir auch eingefallen, dass wir noch den Dash haben. Probier die ganze Zeit aus einem Scheiß rauszukommen, aber. Ups, ne, hier mal durch. Immer schön die Fernkämpfer wegmachen, oder? So war das doch. Jetzt hätte ich mal Bock auf einen Apfel hier unten. So. Mal hier auf die Schnellen aufpassen. Au. Noch ein Apfel für uns. Sehr gut. Die Krallen einfach hitten, obwohl ich am Arsch der Halde bin. Sehr geil. So, bei 10 kommt der Boss. Denke ich mal gleich erreicht. Auf maximales Leben. Rüstung, Bewegungsgeschwindigkeit, Schockchance. Sehr gut. Da ist er auch schon. Der Lieblingsboss. Habe ich ja ganz schön kassiert gerade. Schlechter, wie ich gedacht habe, mit den Krallen gegen den Boss. Mit dem Menschen low. Ich denke mal, dass wir mehr auf Lebensregeneration gehen müssen. Die Minions kriegen wir ganz gut weg hier.
Oh oh. Doch, es geht schon ganz schön. Ganz gut eigentlich. Besser wie mit den Minen. So. So, jetzt aber. Jawohl. Feurige Runen. Die lassen wir diesmal weg. Wir rollen mal. Abklingzeit noch schneller. Ich glaube, es geht dann irgendwann durchgängig. Das ist so gut. Die Eisfalle sind gar nicht so scheiße, wie ich gedacht habe. Vielleicht können wir die auch noch ein bisschen erhöhen. Vielleicht fliegen da noch mehr. Mehr wie zwei. Ach, diese Schnellen, die dann einfach immer rein spawnen. Komme ich wieder nicht mehr runter? Doch, hier. Oh oh. Die Kleinen sogar schon ein Problem hier. Mehr XP. Mehr XP. Bum, bum, bum. Oh, war ja. Ah, jetzt wird's kritisch hier. Könnte jetzt jemand hier einen Apfel fallen lassen, bitte? Das wäre richtig gut. Da ist er doch. Sehr gut, fast voll. Noch eine Ausweichrolle. Kritisch Trefferschaden. Na. Ordentlich Kohle jetzt schon. Und die Pfeile. Boah. Schön vom Schwein mitgenommen worden. Der alte Frechdachs. Bum, bum, bum. Jawohl. Machen wir schon reinkritten hier. Kommen wir durch hier und die ganzen. Das können wir uns vielleicht die Abwehr jetzt nicht leisten. Das Schwein einfach dreimal eingefroren wurde. Nice. Au. Wir brauchen nur mehr Crit-Schaden. Was der überhaupt triggert. Was geht's? Fähigkeitsschaden. Aber so viel mehr Schaden gab es da gar nicht gerade. Wo bleibt eigentlich der Berserker-Rausch? Ich hab gar nicht mitgekriegt. Da haben wir den noch gar nicht. Haben wir nicht das mal freigeschaltet? Ich wurde auch nur noch nicht getriggert. So, wir sind Stufe 14. Oh oh. Ja, erstmal die Kleinen hier auf der Seite fertig. Kleine Elite. Der Fankämpfer muss weg. Mal hier ein bisschen den Smith-Pack bearbeiten. Oh oh. Wo ist die Lebensregeneration? Rüstung. Erfahrung natürlich, Unterkühlungschance, ja, Bewegungsgeschwindigkeit. Ja.
wieder alles mit. Sehr, sehr gut. Elitewelle. Oh oh. Ui, das war knapp. Ah. Mal schauen, ob wir den Abwehr kriegen. Ja, sehr gut. Sonst wäre gleich vorbei gewesen. Oh, weia. Die leben alle zu lange. Stufe 16, sehr gut. Das kann ich 18 oder 20? Ne, 18 ist glaube ich unser Max. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Apfel brauchten wir gar nicht, aha. Gut genug. Wir sind gut gedasht. So. Drei Dashes auf jeden Fall super OP. Ah, bisschen rollen, Wirbelschlag war scheiße. Feuerrune, ich ist. Wir nehmen mal den Feuertornado mit. Dann mal ein bisschen hier noch zusätzlich den Damage reinklettern. Wie so eine Pixel Games eigentlich. Das komplette Pack vernichtet hier oben. Sehr, sehr gut. Nehmen wir uns ein bisschen Zeit, um die Mitte ein bisschen aufzulösen. Jetzt mal einfrieren hier die ganzen Kollegen. Und dann geht's weiter nach oben. Hier, wenn man die Pfeile braucht, kamen sie nicht. Super. 17 immer noch. Mitnehmen, überhaupt mal einen Levelaufstieg bekommen. Ist ja hardcore langsam. Oh, oh. Gut, ich Ausweichrolle noch eine dazu. Bewegungsgeschwindigkeit, Feuerschaden, Sammelrate. Hört sich gut an. Können wir gleich unendlich viel rumdashen. Oh, das Pack hat richtig erwischt hier. Jetzt mal die Mitte hier wieder auflösen. Stufe 18, hier sind wir letztes Mal verreckt, glaube ich. Oder haben wir den zweiten Boss noch gelegt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oh. Also wir genau an sowas gestorben, ich erinnere mich. Oh Gott. Hier ist Hilfe. Hangeln wir uns hier von Apfel zu Apfel. Oh, der Tornado haut rein gerade da oben. Immer durchgeflogen, das Ding. Ja, aber lange in Stufe 18. Ich lasse mal ein bisschen XP hier. Weil wir erhaltene Erfahrungen eigentlich schon ultra oben haben. Bin mir gar nicht sicher hier. Huhuhu. So. Noch mal mehr Kraft auf die Klinge. Jetzt haut es ja ein bisschen mehr rein. Vielleicht schaffen wir noch die 100 Schaden auf die. Ach. Geil. Dreimal den kleinen mitgenommen. Ich glaube, er ist ein großer, wenn wir sofort gestorben. Packs hier mal fertig machen da oben. Und wieder durch die Mitte. Eieiei.
Bum, bum, bum. Nein, der Dash war noch nicht da. Da ist er. Jetzt haben wir aber ordentlich kassiert da oben. Mal schauen, wie wir den das noch legen können. Oh, war ja. Müssen wir da erstmal hochheilen, schnell. Komm schon, einer in Apfel hier. Wir sind ein bisschen wenig auf so Lifestyle oder so gegangen. Für mich überhaupt nicht. Vielleicht 2 Punkte oder so. Konstantschaden ist immer gut. Ausweichchance, Multiplikator für Crit, Bewegungsgeschwindigkeit und Feuerschaden. Ja, dann können wir das alles mitnehmen. Let's go. Natürlich auch mal random, was man an Multiplikatoren bekommt. Schöpfen wir mal hier ein bisschen rein, Mann. Was ist da los? Und gleich die andere Faust wieder. Ja. Fast die Kugel gewesen. Oh, war ja 44. Ich will die ganzen Minions hier wegzubekommen. Haben wir ihn gelegt? Jawohl. Schaut mich an. Level 20. Juhu. Zumindest die Gegner. Wir sammeln mal hier nur die Punkte ein noch. Ist weg von mir. Wir brauchen erstmal Upgrades, bevor wir weitermachen können. Ja, da haben wir ein bisschen Safe-Leben bekommen. Nochmal die Kralle erhöhen hier. Schauen wir, wie weit wir jetzt kommen. Auf jeden Fall insane viele Erfahrungspunkte bekommen jetzt. Kein Leben verloren, gut. Nur weil wir so viele Dashes haben. Weicht dann auch gleichzeitig aus. Jetzt, oh, die Kleinen machen jetzt schon. Allein die Kleinen machen schon richtig hart paar Schaden, ja. So, 22. Nein. Und da war es wieder der Kleine, der... Ach man. Ja, aber diesmal die Kralle gar nicht so krass reingehauen. Ich glaube, ich hätte ein bisschen näher dran sein müssen immer. Aber gute Runde. Wir haben noch ein paar Level dazu bekommen. Level 15. Schauen, was wir jetzt nur so freischalten können. Auch in den Talentbaum. 2 Punkte können wir vergeben. Ja, wir kommen ja in keinen krassen Skill ran. Was geht denn hier oben weiter? Bewegungsgeschwindigkeit. Was ist das hier? Er schleudert in regelmäßigen Abständen eine massive Axt auf Feinde, die beim Treffen einer Blutung verursachen. Das hört sich gut an. Wir gehen mal in der Mitte hoch. Was gibt's denn hier ganz oben eigentlich? Feinde, die getötet werden und bluten, die getötet werden, werden explodieren und versuchen Schaden um sie herum. Das ist natürlich übertrieben krass. Oh, rasende Angriffe, auch nice. Pass auf, ich grinde noch. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Ich grinde immer noch 2 Runden offscreen und dann verteilen wir beim nächsten Mal, wenn ich das Game reinstarte,
die 4 Talentpunkte. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge und gucken uns mal an, was der Explo-Schaden von den toten Gegnern so anrichten kann. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wird auf jeden Fall Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bye.